Ich nehme mich jetzt auf, ich habe nicht so viel Zeit, okay, los. Schönen guten Tag. Und zwar hätte ich ein kurzes Anliegen. Bin ich bei Ihnen richtig, wenn ich einen kompletten Stromausfall melden möchte? Was geht ab? Das ist das Making-of von der BMW-DVD und wir sind hier gerade in Bushido seinem Studio. Und hier hat alles begonnen, hier wird alles beendet und wir sind richtig gut dabei, heute Hip-Hop zu machen, sag ich mal so. Ja. Hey. Ja, das ist bei mir richtig. Das ist wahrscheinlich in Steglitz zählt. Ne? Das ist richtig. Genau, ja. Genau. Okay. Mhm. Aus welcher Cubase Library ist denn die 808 Hi-Hat? Die Bushido da programmiert hat mit der MPC und dem Neumann Mike. Ich glaube Infernity. Und zwar voraussichtlich bis 20 Uhr. Tschüss. Die Kompression war auf jeden Fall im Höhenbereich war. Halt dein Maul! Ja, geil, Alter, 2 Stunden. Hey, wir sind jetzt hier gerade beim Aufnehmen und so, aber irgendeiner von diesen scheiß Rappern oder scheiß DJs hier da draußen, so wie Desi oder so, haben bestimmt einen Fluch auf uns gemacht und jetzt war uns der Strom ausgefallen, Alter. Da sitzen wir wie so 5 Idioten hier draußen im Regen. Verbrennen uns mit Zigaretten. Verbrennen uns gegenseitig mit Zigaretten am Arm und warten, dass der Strom wieder kommt. Ich habe gerade bei Vattenfall angerufen und die meinten, dass vor 20 Uhr eventuell, aber so bis 20 Uhr müssen wir uns gedulden. Jetzt ist es 18 Uhr und 15. Also wir 2 Stunden chillen, ohne Strom, Alter. Ja. So ist die Geschichte. Okay, also deine Traumfrau bitte. Wie, gar nicht ein. Ich habe keine? Okay, Traummann, Traummann. Peter Fox oder was? K1. Nee, gibt's keine Olle. Weil du so ein bisschen aussiehst wie eine Olle. Gibt's keine Olle, wo ich sagen würde, so... so dann für die würde ich alles tun. Wirklich, jetzt mal ohne Spaß. Für die würde ich alles machen. No. Ist gerade schön. Kitty Cat. Sind die vom Matan. Aber guck mal. Es gibt nur eine Megan Fox. Okay, scheiß mal auf Anpissen. Aber du liegst am Boden und sie gibt dir so einen leichten Kick ins Gesicht. Würdest du machen? So. Nein, Mann, ist doch noch schlimmer. Ja, aber ihr Fuß du machen? Berührt, ja. Ja, klar. Ihr Fuß berührt dein. Megan Fox Fuß berührt dein Gesicht. Bist du behindert? Na klar. Okay, die darf. Wie? Guck mal, du weißt ja nicht mal, wie Megan Fox fickt. Am Ende ist sie voll die Hübsche und liegt im Bett so egal, wie eine Alter. Behinderte. So. Niemals. Das neue Eminem-Video, ey, wie sie den Typen anspuckt und so, das ist einfach das Beste. Da weiß ich ganz genau, Alter. Okay, anspucken. Würdest du dich von ihr anspucken lassen? Natürlich. Einfach so. Anspucken. Boah, aber du ekelst. Ja, aber jetzt nicht. Nein, ich spuck sie an sie mit dem Mund oder was? Ja. Nein. Nein, nein, nicht mach so. Mach ich doch so immer mit irgendwelchen. Nein, nicht im Bett. So machen? Meinst du das ernst? Ich würde die Spucke lecken, auflecken und niemals, runterschlucken. Niemals. Und wieder auskotzen und nochmal runter. Wie gesagt, jetzt, weil sie für euch so ein unerreichbares Symbol ist, deswegen schiebt ihr so einen Film. Wenn du mit der 3 Wochen chillst, Alter, dann siehst du auch, Alter. So ein Quatsch. Okay. Das sind die spannenden Themen. Ich weiß, wer es ist. Welche Pornodarstellerin sagst du, ist so die beste? Pornodarstellerin? Ja, also Pornodarstellerin finde ich nicht geil, Alter. Also. Okay, für ein Date, Megan Fox, musst du ihr aber dafür den ganzen Gesicht auf den Rücken tätigen. Von ihr? Ja. Wollte ich auch so machen. Megan Fox, Megan nein, Fox. Nein, das ist der. Megan Fox, Megan. Der mit dumme Idee, wie Eckhart das Liebeslied an Gülcan gemacht hat. Weißt du noch? Da war doch mal sowas, ne? Was denn? Eckhart hat Liebessong an Gülcan gemacht, ne? Ja, okay. Ich liebe dich! Beste nicht so viel. Aber das ist doch mal ja ernst. Ja, ich weiß ja. Komm. Sitz. Wollt die Hunde merken, wenn man anfängt zu lachen, machen die weiter. Ey, warum hast du die 2 Weibchen geholt? Das ist das Schönste, siehst du, Alter? Klar. Hä, hey, warum nicht? Ist doch scheißegal. Ist doof, Mann. Ja, aber was, wenn die mit dir spielen und dann so zum Beispiel, wenn die jetzt auf dich raufspringt, so. Ja. Ja, und mal so auf dich raufknallt, dann hast du den der ganze Sack und der ganze Schwanz geht dann auf deinen Körper ran, Alter. Das ist ja voll eklig. Ja, aber ist doch ein Hund, Alter.
Ja, und außerdem, der kommt ja manchmal raus, der Schwanz, Alter. Ja, weil die haben so komisch der so ist eine rosa. Ja, ja. Ja, voll geil, dass ihr das wisst. Guckt euch die Hundeschwänze an. Ich hab einen Hund an. Ja, was? Ja, was heißt, warum siehst du denn den Schwanz von deinem Hund? Weil er meine geblasen hat. Ey, bei den Katzen. Ich sag, ich ey, ey, meine Katze geleckt. Bei den Katzen ist noch krasser. Du hast die Katze geleckt? Das ist ja, natürlich. Ich schwör auf deine Mutter, ich hab Katze geleckt. Ich schwör auf deine Mutter, ich hab meinen Hund eingeblasen. Ich schwör. Nicht. Ja, ich schwör. Guck, die Lampen. Yeah! Wir führen gerade eine Diskussion. Wir beide führen eine Diskussion. Guck mal, du, wir beide reden. Halt dich mal raus. Wer ist das? Wer bist du eigentlich? Dings, Alter, was ist das? Was ist in meinem Garten? Bist du Dings, Alter? Hier, was ist das? Der dicke Mann. Der denkt, wir sind beide Camper. Hör mal zu. Er wohnt hier schon länger. Okay, ey, ganz kurz mal jetzt. Also, erklär mal den Leuten die Diskussion. Okay, pass auf, es ging darum: Megan Fox, Bushidos Traumfrau, ja. Er sagt, er würde sich sogar von Megan Fox anpissen lassen. Ja. Hab ich recht? Ja. Ist nicht gelogen. Ja, aber nein, du musst anders. Und ich sage. Nein, du erklärst nein aber erzähl mal und richtig. Ich sage, generell, warum war das von richtig? Generell wird sich keiner von uns anpissen lassen. Ich habe aber gesagt, okay, was für eine Olle kommt wie Megan Fox, ob man sich dann von ihr. Aus Respekt, nicht was Megan eine Olle Fox wie ist. Megan Fox. Nee, okay, Megan Fox. Genau. Also, warum sagst du es jetzt schon wieder falsch? Du sagst, ich sag's falsch, du sagst es falsch. Megan, er meint Megan Fox, Alter. Nicht eine, die so aussieht wie aber Megan auch Fox. Auch nur, wenn ich mit der zusammen wäre. Okay, und dann würdest du dir ins Gesicht pissen lassen, würdest du machen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich so wie eine. Mal? Ich weiß jetzt nicht, ob ich. Guck mal, ganz ehrlich, ich weiß. Und dann auf der Straße, wenn ihr euch streiten würdet, dann würdest du. Keine Ahnung, sie würde auf offener Straße zu dir sagen, ey Junge, sei mal ruhig, ich hab dir sogar einen Mund gepisst. Und das glaubt doch keiner. Du weißt es aber. Ja, ist mir doch egal, Alter. Das ja, aber Megan ganz Fox. Ehrlich, Megan Fox Pisse, die schmeckt hundertprozentig wie Sprite. Das ist Megan Fox, Alter. Warum wie Sprite? Wie warme Sprite? Wenn dann wie Fanta, Alter. Wie warme Fanta? Da kennt sich aber jemand aus, Alter. Nein, aber ey, aber Sprite, hallo, bitte. Aber das, der Punkt der Sache ist ja der, dass ihr das, du, vor allem du, weil Kay teilt ja eigentlich meine Meinung, du hast gar keine Ahnung, weil wir reden hier über die echte, original Megan Fox. Genau, und jetzt kam der Punkt bei der ganzen Sache, der Haken. Ich habe die in Touch gelesen, beziehungsweise mir die Bilder Touch angeguckt. Gelesen, ja, aber ich und da sagen, waren, und ja. Da waren ein Strandfoto von Megan Fox ungeschminkt und ich sagte, die ist auch nicht so geil wie bei Transformers oder bei diesem tollen Film, wo sie mitgespielt hat. Das ist doch Peter Fox, was? Du Idiot. Peter Fox. Ich meine Megan Fox, nicht Peter Fox. Ja, also Peter Fox überhaupt in einem Film gespielt. So Leute, jetzt kommen wir zu einem, ich würde fast schon sagen, einer Premiere. Guckt euch das an. K1 nimmt seinen ehemaligen Beef-Partner Flair auf. Wer hätte jemals gedacht, dass es so weit kommt. Aber kein Problem, für meinen Brother Flizzy mache ich das natürlich. So, wie gesagt, K1 nimmt auf. Ich bin jetzt kein Rapper mehr, ich bin Produzent geworden. Man sieht es hier. Ich trage Mikrofon, das Kopfhörer extra nicht so auf Kopf wegen Haare. Ich mache meine Haare kaputt wegen Scheißdreck. Warte hier, man sieht auch das zum Beispiel. Okay. So. Junge, das ist Gangster Frank White. Ich stehe im Flashlight. Schau dir jetzt auf YouTube an, wie ich mein Cash zeig. Ich open Bestzeit dein ganzes Team aus. Sie sagt, sie möchte ficken und ich zieh die Jeans aus. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, warum Produzenten so krass bezahlt werden. Das ist so einfach, ey. Einfach nur immer draufdrücken, hier auf Raute. Junge, das ist Gangster Frank White. Ich steh im Flashlight. Schau dir jetzt auf YouTube an, wie ich mein Cash zeig. Ich open Bestzeit dein ganzes Team aus. Sie sagt, sie möchte ficken und ich zieh. Da war irgendwas, wa? Ja, musst du einfach. Ah. Siehst du? Okay, nochmal. Zieht die Jeans aus, ich dreh den Beat auf. Mein Shirt sieht mies aus. Psalm 23 und die ganze Street kauft. Ich ziel und schieß drauf, ich schieß und scheiß drauf. Man Sigi ohne Bodyguards kommst du nicht Night Town. So, ich bring ihm Sachen bei. So wie man rappt, wie man Wörter betont und so. Und ich glaube, ja, wenn er so auf mich hört, dann kann aus ihm noch ein großer Rapster werden. So. Aber wie gesagt, er muss halt auf mich hören und so. Das ist halt. Das ist 10 Level nochmal über Making the Band und ich will halt aus ihm Rapster machen. Ich will halt auch, dass Flair halt seine eigenen Platten verkauft, dass er als eigener etablierter Künstler dasteht, der sich halt schon auf dem Markt so gefestigt hat und das kann er halt jetzt nur mit meiner Hilfe und so. Und ja, ich mache ihn gerade groß. Versteht ihr? Ich mache ihn gerade groß. Und ich will halt so, dass er seine eigenen Fans bekommt, so dass die Leute jetzt sagen, ja, er ist einfach Flair. So, ich will nicht, dass sie sagen, er ist Flair von K1. Weißt du? Und aber er wird es machen. So, ich glaube an ihn. Ich sag halt so, Flair ist so ist ein ungeschliffener Diamant. So. Und man kann ihn zum Funkeln bringen, so, ist harte Arbeit so, um diesen Feinschliff halt jetzt auszuführen, aber
ich denke schon, ich bin auch zuverlässig, dass ich das hinkriegen werde. So, weil der Typ ist hungrig, so, er ist jung und hungrig und ich war damals selber so. Ich bin viel älter als du, Spaß. Das war Ding, jemand hat einen Schrank da gerade verschoben, deswegen denke ich, dass gerade Flair im Hintergrund irgendwas gesagt hat, das war ein Schrank. Ja, die Bauarbeiter sind gerade wieder im Haus und die Handwerker wollen die Fassade reparieren. Mann, wie gesagt, aber Flair wird es schaffen. Und der ist in dieser Paradiesvogel da. Und der wird es auf jeden Fall hinbekommen. Und vielleicht seht ihr nächstes Jahr schon so einen kleinen Bericht von ihm in der Bravo Hip Hop. So, man weiß es nicht. Also wenn er sich gut macht, dann kann er das schaffen. Jo. Weißt du? Jo. Kriegen wir hin. Deswegen Flair, so, ich hab dich entdeckt. Und ich bin da zuversichtlich, du wirst ein Star. Du bist wie ein Mädchen, was man nicht klar machen kann. Ja, weil du hast genau gesehen, was das letzte Mal passiert ist, als du meine Nummer hattest. Was ist denn passiert? Da rufst du bei mir an und willst mir irgendwelche RTL-Leute auf den Hals schicken, ey. Guten Abend, halt die Schnauze, hallo. Guten Abend, Leute. Herzlich willkommen zu unserer Sendung Therapie TV. Das ist eine Produktion von Bushido und K1. Und wir haben eine neue Sektion in unserer Sendung, die heißt Friss oder Stirb. Okay, das ist ein bisschen angelehnt bei I Bet You Will, aber wir sind auf jeden Fall um ein paar Level cooler. Und I Bet You Will ist nicht schwer zu erklären, ihr werdet es gleich sehen. Die beiden müssen einfach so viel essen, wie ich sag. So, und derjenige, der gewinnt, der hat einen Wunsch frei. Also zum Beispiel Bushido und Kay müssen einen Tag lang machen, was ich sage. Oder solche Sachen halt. Und wie gesagt, aber dazu muss derjenige erstmal gewinnen. Und ihr schaut euch jetzt einfach an, was ich mit den beiden vorhab. So, jetzt kommt. Ich gehe jetzt ganz kurz in die Wunderküche. Ach so, genau. Sorry, das ist mein erster Dreh heute, deswegen bin ich noch ein bisschen aufgeregt. Hier zu meiner Rechten, das ist Jarek, das ist eigentlich der Kameramann von uns, aber heute ist Bushido an der Kamera. Das ist wirklich. Aber auch ein guter Kumpel. Auch ein guter Kumpel aus Hamburg. Auch bekannt als Abdul Karim von der Karl-Fuchs-Tour und anderen diversen Touren. Hier zu meiner Linken, Dennis. Ihr kennt ihn sicherlich schon von Bushido seinen Gericht aufhalten im Fernsehen. Sehr schön. Okay, ich würde einfach sagen, fangen wir mal an mit den ekligen Sachen. Ich bereite kurz in der Küche was vor und ich hol was. Ich bin gleich zurück. Was ist denn der Buch? Keine Ahnung. Okay. So. Butter. Wie wir sie kennen und lieben, meine Damen und Herren, die deutsche Markenbutter. Und das wird die erste Aufgabe sein. So, ich werde es nicht übertreiben. Mit 4 Kilo. So, Bushido, halt mal drauf. Wie hoch geht Dennis hin? Dennis, bleib hier. Wie? So. Wir trinken aber, ne? Nee. Taschen drehen, was ist los? Er macht aber mit, dass es scheiße ist. Das ist meine Sendung, ich habe dafür gearbeitet. Beide. Oh, scheiße. Weiter. Schau mal in die Kamera. Schaut mal, guck mal, er zieht durch. Ich schwöre, er hat die erste Runde nicht gewonnen. Du kriegst nicht Wasser. Komm, warum rennt es? Rennt, stimmt doch. Oh. Warte, meine Reaktion. Er zieht durch. Nein. Ja. Komm, letztes Stück. Ich schwöre, er hat gewonnen. Letztes Stück. Letztes Stück. Doch, aber es bin cool langweilig. Ja, natürlich, guck doch mal. Was denn? Doch, natürlich. Ist? Ja. Hey, letztes Ausstück. Komm, gib mir. Komm, gib mir. Ist. Komm. Ja, immer noch fett am Kauen, Alter. Butter zu Adi, ey. Nicht ausspucken, du hast verloren. Jetzt hast du den R verloren. Jetzt zeig mal die Leute deine Zunge als Beweis, dass es weg ist. Nein, jetzt runterkauen. Gott! Warte, ich hol die Wasser, ich hol die Wasser. Nein, du holst dir Wasser. Du holst dir Wasser.
Mein Name ist K1, das war Therapie TV und jetzt kommen wir zur Runde 2. Runde 1 hat Jarek bestanden, Dennis hat verloren, deswegen wird es für ihn morgen noch eine saftige Strafe geben. Aber jetzt kommen wir zur Runde 2 und jetzt habe ich was, was tausendmal ekliger ist als diesen Butterklotz, den Jarek gerade verschlungen hat. Dieses Zeug hat Bushido von seinem Zahnarzt bekommen. Ihr kennt es wahrscheinlich nicht, Planga Flor heißt es, aber ich garantiere euch und ich schwöre auf meine Mutter, dieses Zeug riecht original wie Kotze von einem Obdachlosen. Ey, das ist so widerlich, Alter. Hallo, also, das ist Chip. Das läuft auch. Ach. Trink. Gleichzeitig. Trink! Du hast mit Rot. Trink, Alter, jeder ein. Schmeckt auch geschmissen. Okay, du bist. Oh, ich hab nicht. Er auch. Er auch. Ich hab. 5 Sekunden. Ekelhaft, ey. Ganz ehrlich, steht 1-1, es geht weiter. Es geht weiter. Okay. Tu doch drauf, Alter. Okay. Ey, Dennis zieht durch, ich schwöre dir. Helf dir mal Teller, sonst geht's auf den Boden. Aber ich muss mal. Hast du eigentlich Drogen drin? Nein, Mann. Drei, komm, zwei. Warte, auf drei, beide trinken zusammen. Keine Show mit hier, das ist ein ganz faires Spiel, das ist meine Sendung. Okay. Eins, zwei, drei. Oh, krass, Alter. Also komm, weiter geht's. Komm, du als komm, weiter geht's. Du drauf. Wir haben echt dünn Schiss, Alter. Okay, los. Das ist aus dem Morgen. Komm mal rein. Eins, zwei, drei, los. Hier, Mann. Jetzt. Reißschleif, klein. Mach das so von deinem Medizin. Hier, da links. Ey, das ist gültig, Alter. Was ist denn das denn? Hat dein Leben einen Sinn? Außer DSDS seit 10 Jahren? Ich meine, wenn du mich nur auf diese Sache reduzierst. Na, ich kenn dich ja nur. Ja, was soll ich denn für einen Grund haben, du Vollidiot? Frage ich mich auch gerade. Naja, außer dass ich mit dir rede. Muss man denn für alles immer einen Grund haben, Alter? Du bist immer so verfickt misstrauisch, Alter. Du tust immer so, als würde ich dir irgendwas klauen wollen. Du hast nichts, was ich haben will, Alter. Verstehst du, was ich meine? Meine Damen und Herren, mein Name ist K1 und ich bin soeben ins Studio eingetroffen. Der Boss Player ist wieder hier und guckt ein bisschen so, wie alle arbeiten. Muss man auch manchmal schauen. Ey! Was ist das für Licht schon wieder, Alter? Man nennt es Flashlight. Wie gesagt, Flair ist hier gerade am Schreiben hier im Studio. Er macht hier sein 16er. Easy. Weltoffene Mann? Ja. Und ich komme aus Berlin, Reinickendorf. Aha. Und ich würde Sie gerne kennenlernen. Ich habe einen kleinen Doktor. Und wie alt? Mein Doktor ist der Sandra, sie ist 5 Jahre alt. Mhm. Ja, dann müssen wir uns irgendwann mal treffen. Mhm. Bloß in der nächsten Woche bin ich in Düsseldorf.
Ah, kein Problem, ich warte auf die... Ich werde jetzt die Nummer aufschreiben. Ist die Nummer jetzt angezeigt? Deine? Nein, ich gebe dir. Hast du einen Kugelschreiber? Hast du einen Kugelschreiber? Ja. Okay, dann, warte, ich muss ganz kurz in meine andere Hand schauen, okay. 01.1 0151 1 1 1 201 Ja. 3-Bit-Taxi Benack 3-4 3-Bit-Taxi Benack Mal langsam, langsam, nicht so schnell. 01.1 Ich habe 01.1 3-7-8-6 3-7-8-6 3-7-8-6 01.1 Ja? 1 Ja? 1 Ja? 3-7-8-6 3786. Nein, 3786. 3786 hinten. Und 4. Und neue 4, nicht? Die Nummer war zu kurz. 01.111. Ja, 3786. Also, ich sag jetzt nochmal. 01.51. 1. 3.784. Ja. Alles okay. Und du kommst aus Berlin, wo kommst du? Na, ich bin 2 Kilometer weg von Berlin, ich bin Brandenburger. Ah, Brandenburg, oh ja! Was mach ich hier wieder raus aus Berlin? Da hab ich grad mein... Da hatte ich mein dein Massagekontakt heute hatten. Gut, und aus welchem Land kommst du? Thailand. Aus Thailand. Ich bin 28 Jahre. Ja. Und auch gute Brust, Popo. Ich hab gute, gut. Nicht so schnell. Ich hab gute. Also 28? Ja. Ich schon Brust hab ich, hab schon eine Brust. Das ist schön. Popo auch schon, Popo, ich hab dann getanzt. In Thailand habe ich getanzt, früher in Bar. Ah ja. Und Mai Li war das, ne? Mai Li. Mai Li. Nee, Mai Li. Gut, Mai. Ich melde Mai Li. Ah, wann kommst du kommen? Kommen hin, aber doch heute? Ich werde wahrscheinlich am Freitagabend zurückkommen. Okay. Schreibst du noch meine andere Nummer? Ja, Mai. 0. Ja. 1-7-8. 0178 habe ich. Zack, also 0178 und dann? 0178 Zack, hab ich wieder nicht verstanden. Okay, 0178 leck mich am Arsch. Okay, ich bin K1, Motherfucker. Du Vollidiot. Du bist ein richtiger Horst Günther, ey. Blödes Arschloch. Du Hund, Alter. So, wir fahren jetzt zu Pizza und Joker FL Studio und probieren unsere Single zu machen. Wir haben immer noch keine Single haben. Wir haben jetzt schon 1 Million Tracks aufgenommen und 1 Million Müll geschmissen. Wir brauchen eine Single. Wir haben keine Single am Start und wir hoffen, dass wir es hinbekommen, einen krassen Beat zu machen. Sonny Black ist hier, Frank White ist hier, Jarek ist hier, K1 ist hier. Und wir sind hier gerade im Zeitenende nicht mobil.
Oh. Willkommen auf meiner Party, geben richtig Gas. Alle Mädels, alle Jungs haben richtig Spaß. Heute Abend, heute Nacht machen wir so richtig Krach. Darum rocken wir den Abend, lasst euch jetzt nichts mehr sagen. Denn nur mit euch bleib ich wach. Ihr seid so heiß für diese Nacht. Mit euch bleib ich wach. Ihr seid so heiß für diese Nacht. Diese Nacht, diese Nacht, diese Nacht, diese Nacht, diese Nacht, diese Nacht, diese Nacht. Gute, gute Nacht. Wir singen Party, Party, Party. Und die Party geht ab. Party, Party, Party. Ich hab gesagt, wie ich Jungscheiß damals, Alter, wo wir sich unser Kopf gefickt haben. So, wir sitzen jetzt wieder im Auto und fahren Richtung Flair nach Hause. Und wir waren jetzt bei Bizarre hier in Tegel im Studio mit Joke F und haben es nicht geschafft, einen Hit heute hinzubekommen. So einen normalen Rap-Track hinzubekommen ist kein Problem, aber wenn man eine krasse Single machen will, dann ist es einfach nicht so einfach. Also wir wollen auch nicht irgendwas machen, wir wollen, dass ihr hyperventiliert und euphorisch feucht werdet, deswegen ist es ein bisschen schwieriger als gedacht, aber egal, morgen ist ein neuer Tag und vielleicht zaubern wir morgen unseren Hit. Mal gucken. Das Lustige ist ja, wenn ihr seht ja gerade die DVD, dass die singen ja schon fertig. Das ist ja das Geile, weißt du? Aber Flashback, jetzt seht ihr mal, wie wir uns dabei fühlen, wenn wir überhaupt so einen Hit machen wollen. So, wir waren jetzt original gerade 4 Stunden da und das war die größte Zeitverschwendung heute von der ganzen Woche. Hat keinen Sinn gemacht, aber hätte auch sein können, dass wir jetzt einen krassen Hit landen, aber egal, machen das schon. Morgen ein bisschen Massage erstmal, dann wird es schon. Das war's von mir. Just call to say I love you. Und da hoffe ich, dass ich sie mit meiner Stimme überzeugen kann. Als berührter Yuppie verkleidet, will Menderes vor Bohlen und Co. treten. Dabei ist das Outfit neu. In diesem Jahr soll seine Stimme die Genie haben. Dafür hat er extra Gesangsunterricht genommen. First of rain, a song to say. Ich möchte halt nicht da als Loser dastehen, ich möchte das halt schaffen irgendwie. Der hat schon verloren. Wer kämpft, kann verlieren, wenn ich kämpft, hat schon verloren. Ja, wenn er nicht kämpft. Bist du behindert, du geistig behinderte Kaulquappe, Alter. Ich hab doch gerade gesagt, wer kämpft, kann verlieren, wenn ich kämpft, hat schon verloren. Ja, Hammer, Alter. Wir checken das mal ab, Alter. Okay, Bruder, dann mach so, fahr vorsichtig und wenn du unterwegs bist, ruf einfach nochmal durch, okay? Okay, klar. Alles klar, bis morgen. Alles klar. Jo, ciao. Was geht ab? Mein Name ist K1 und heute ist, glaube ich, der 3. Tag von den Aufnahmen von BMW und wir probieren, die 2 Wochen einzuhalten, die wir uns vorgenommen haben, BMW aufzunehmen. Wie gesagt, wir sind hier im Studio, Flair ist noch nicht hier, Bushido und ich sind gerade alleine und wir nehmen den Track auf, der über Berlin geht. Wir haben noch keinen Namen für den Track. Müssen wir später mal ein bisschen überlegen, aber wird uns schon irgendwas einfallen. Wie gesagt, ich habe meinen Part schon aufgenommen. Jetzt ist Mr. Black an der Reihe, die Hook ist auch schon aufgenommen. Erzähl mal den Leuten, dass das erste Mal ist, dass du mich aufnimmst in so Quatsch, Alter. Ja, das habe ich letztes Mal schon gemacht, aber. Ja? Aber wie gesagt, bei uns haben sich ja einige Sachen verändert. Damals hat uns ja Stickel aufgenommen, danach hat uns Joker F aufgenommen, hin und her. Und das sind alles Sachen, so soll es nicht mehr passieren. Nichts gegen die Leute, so, das sind Brüder, immer noch alles cool, peace, right to the fat. Aber Bushido und ich, wir nehmen uns jetzt selber auf. Nicht jetzt wegen Geldes wegen und alles, sondern einfach nur so, dass die Musik noch exklusiver bleibt, dass keiner die gehört hat. Und so ist es am besten. So macht es Dr. Dre mit Eminem, so macht es Eminem mit Dr. Dre. Wo ich es gar nicht weiß, wie die das machen, egal. Das macht Dr. K. Dr. K. macht es auf jeden Fall so. Und Mr. Sonny Black jetzt in die Booth. So, jetzt wird es genau das werden, so wie ich sage.
dann die Casinos, die guten und die schlechten Würfel. Du wirst hier abgehärtet, glaub mir, es macht dich stark, hier wird die. Ja, genau, okay. Gut, fangen wir an. So, die Leute, jetzt seht ihr, wie wir das machen, Mann. Yeah. Ghetto Harlem. Ghetto Gangster. Wer keine andere Stadt hat so sehr meine Liebe verdient. Was würde ich ohne dich tun? Mit dir fühle ich mich wohl. Ich komm nicht weg von dir, als hätte man mir die Flügel gestohlen. Ich bin nicht Peter Fox und das hier ist nicht schwarz und blau. Das ist Berlin und meine Stadt, sie bleibt hart und grau. Motherfucker. Ja, hallo? 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 Und die schlechten Würfel, du wirst hier abgehärtet. Glaub mir, es macht dich stark. Hier wird die Nacht zum Tag und du bist krass am Arsch. Das hält man Liebe. Und jeder Tag, der mit dir vergeht, zeigt mir aufs Neue. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich hab geweint, gelacht, so viel Streit und Hass. Aber trotzdem hab ich mit dir meine Zeit verbracht. Ich meine es ernst, wenn ich sag, ich bin verliebt in Berlin. Ich kann zwar aufnehmen, aber ich kann nicht schneiden. Das ist eine Sache, die hat der Bushido noch nicht gezeigt. Doch, er hat es mir gezeigt, aber ich habe es noch nicht gemerkt. Deswegen jedes Mal, wenn er aufgenommen hat, muss er wieder rauskommen und die Spur zusammenschneiden und das sauber machen. Und ja, nobody's perfect. Wir fahren jetzt im Zoo. Wir holen den Checker vom Neckar ab, wo sie wohnt. Und dann fahren wir mit ihm nach Tegel ins Studio von Bizarre. Und wir werden uns ein bisschen amüsieren. Hallo Leute, hier ist Cosimo, der Checker vom Neckar. Ich bin extra aus Brooklyn, Bronx, extra hier angereist. Ja. Die haben mich in der Ghetto nicht mehr leiden können und gesagt, komm, ich schick mich nach Deutschland. Jetzt hier, wir reden hier ernst. Ja. Checker vom Neckar ist mein Künstlername. Wir sind extra hier angekommen. Ja. Wir nehmen hier heute einen fetten Track auf. Natürlich, wir grüßen hier BMW Ice, ja. Unsere Jungs hier. Erst gute Jungs. Coole Jungs. Wir haben extra dafür trainiert, damit wir heute hier ein bisschen Taekwondo zeigen können, wie es funktioniert. Ich hatte immer roten Gürtel. Aber den haben sie mir leider weggenommen, weil ich doch nicht mehr so gut war beim Kämpfen. Aber einen Move zeige ich euch mal. Ich bin crazy, erreicht, ich lebe das, was du webst. Teuer essen gehen, doch die Absicht ist Sex. Geld, Sex und Ruhm, ich hab das Hotel jetzt gebucht. Wir sind jetzt die weltbeste Crew, BMW. Komm in deinem Golf oder Manta. Ich rolle wie ein Troll in meinem goldenen Panzer. Ich weiß, Bitches sagen, ich bin arrogant. Wenn du willst, darfst du sie jetzt küssen, meine Hand. Wie cool ist das denn? Junge, früher war ich schwarz, aber jetzt ist TQ erwachsen. Und ich ficke dein Ghetto-Kinder-Style. Bald mach ich meinen Rettungsschwimmerschein. Yeah. Im Monat mach ich in einer Stunde. Was du machst in dem Monat, mach ich in einer Stunde. Mach ich in einer Stunde. Erst guter Junge. Okay, ja, genau. Ey, aber Bushido. Mach die Wiederholung, die getriggerten Sachen musst du gar nicht machen. Okay, cool. Und mach auch dieses, erst guter Junge auch nur so, weißt du? Ja. Das ja, genau. Perfekt. Das war jetzt nur einmal nur so für mich. Hier. Ey, sag mal. Nee, der ist in der Fotze. Ey, sag mal. Sag ihm mal was. Was du machst in einem Monat, mach ich in einer Stunde. Ich weiß nicht mal, wer er ist, Alter. Erst wie kennt ihr diesen von, kennt ihr diesen von, Ich kenne nur das mit Snoop Dogg, den Kieferfilm. Nee, Huffbeck, der ist immer so ein Typ, der wohnt bei denen auf der Couch, aber keiner weiß warum. Yeah. So, das ist einfach da, so wie du jetzt einfach so. Du bist einfach was da du jetzt gerade. Aber ich nehme halt keinen Drum, was du machst in das ist Monat, egal. Mach nee, egal. Ich keine Ahnung. Was aber du machst gut. In Monat, mach ich hier. Okay, wir haben neue Taekwondo-Schlag erfunden. Ja. Bald überall zu haben. Auf jeden Fall, ihr nehmt Ellbogen, schaltet es auf der Hand an. Und dann geht ihr nach vorne und so. Und dann. Wenn ihr fertig seid, jeder kann sein eigenes Geräusch dabei entwickeln. Ich mach zum Beispiel so.
Alles. Jeder zu seiner Art und Weise, ja, ich mach das halt so. Schau mich an, ich bin im Studio. K1, Deutsch, Rap, Coolio. Junge, was ist los? Ich weiß, dass ich trinke Kaba Milch, Prost. Und ich weiß, Frank White legt jetzt los. Er geht in die Booth und er rappt seinen Part ein. Ich weiß ganz genau, K1, this is Thug Life. Gib dir den Shit, ich rappe nur für die Schlampen. K1, rund um die Uhr trage ich Diamanten. Und die Bitches lieben meinen Scheiß. Und ich bin grad am Start. Flair, Haram, du ist Schweinefleisch. Was ist jetzt? Guck mal, ich bin fresh. Ich sitz hier mit meiner Cap und ich warte auf Sonny Black. Er ist oben auf dem Hof und spielt mit seinen Hunden. Flair, K1, er ist guter Junge. Und wir sind grad im Studio und machen hier die Single. Und ich weiß genau, Flair trägt Winde. Ich will kein Stern hier, ich will die ganze Galaxie. Jack, Sonny Black, K1, Frank White, Bracky, motherfucker, Berlin's Most Wanted. Senor. Wir sind gerade hier auf dem BMW-Fotoshooting für die Bravo und natürlich für das ganze Booklet vom Album. Und wir chillen hier bei Murat Aslan im Studio in Wedding. Und wie gesagt, wenn diese DVD fertig ist, wird wahrscheinlich schon gerade das krasseste Deutsch-Rap-Album nach Kenneth Alain Source des Jahres in der Hand halten und sagen, ganz ehrlich, diese drei Gauner haben wieder mal eindeutig zerstört. Jarek ist mit dabei, Bushido ist mit dabei, Mr. Frank to the White ist mit dabei. Und wir machen richtig sexy Fotos heute. Das ist meine neue Brille von Carrera. Wer Styler trägt Carrera. K1, 1 Million, Duft, richtig süß, Frauen lieben es. Was geht ab, Leute? Wie gesagt, wir sind heute beim BMW-Fotoshooting. Frank White, Sonny Black und Prinz K, Marcus One. Und wie gesagt, wir machen wunderschöne Fotos, exklusiv, nur für euch. Hier, mein Mann Frank zu dem Weiß. Wir chillen hier gerade bei Murat Aslan in seinem Fotostudio. Frank, what's up? Los, ne? Was cracken? Sag mal den Leuten, wie ist unser Album gesehen? Wie findest du es jetzt? Also, wenn ihr diese DVD seht, ist das Album ja schon fertig, aber. Jetzt sind wir gerade bei der. Einmal klatschen, einmal klatschen. Nein, Mann. Einmal. Nein, nur die Mädchen dürfen klatschen. Die gehört, die Mädchen dürfen klatschen.
vielleicht schon mitbekommen habt, haben wir dieses Jahr 6 Top 10 Alben gemacht. Okay, liebe Rap-Kollegen, lieber Azad, liebe Savas, liebe Savas, lieber Sammy Deluxe. Du brauchst gar nichts zu tun, Sammy, ja? Auf der Gamescom in Köln, so als hättest du mich nicht gesehen, wie ich da so vorbeigelaufen, als ich aus Maybach ausgestiegen bin, das war ich, du weißt ganz genau, ey. Hast du getan, so als würdest du mich nicht erkennen. Als Bushido nicht ausgestiegen sind, du weißt doch ganz genau, wie ich da eigentlich so ausgestiegen, als würdest du dich kennen mit deinem Schal, ey. Im Sommer mit einem Schal. Weil ich K1 bin oder was, ey. Denkst du, bist der Chief? Denkst du, bist der Chief oder was? Hey, mach zocken mal, ich glaub, du spinnst, Alter. Ich hab doch kein Handy, du scheiß Kartoffel, bist du bescheuert? Ey, fahr mein Handy voll, Alter, bist du bescheuert, Mann? Schloss, ey. Hast scheiß Kartoffel gesagt, ja, guck mal, Nazi. Habt ihr gesehen, Nazi? Ja, voll Nazi. Ja, was hast du vorhin gesagt? Alle Türken in Deutschland sind scheiße. Ey, bist du behindert jetzt wirklich mal ohne Spitze? Guck mal, ich bin voll nass jetzt wegen dir, Alter. Ganz ehrlich, wenn mein Handy nicht mehr geht, ich werde dein BMW kaputt machen. Guck mal, der spritzt auf ein 1000-Euro-Handy. Das macht er sonst normalerweise nur zu Hause, wenn er SMS liest. Dann spritzt er auf sein Handy. Ja. Okay, Bushido K hat mir eine SMS geschrieben. Tschüss. Ey, ganz ehrlich. Ey, das Song muss ich so beeinflussen. Ey, das. Ich weiß jetzt nicht. Bitte, hör mal auf, ja, Alter. Ich spritze doch gar nicht mehr. Okay, ich bin doch schon wieder die ganze nass geworden, Alter. Mann, ja, weil hier eigentlich normalerweise die Nutten sitzen und geschminkt werden, Mann. Ich weiß ja auch, sonst. Was sonst? Sonst was kommst du wieder ins Heim. Was sonst? Sonst verstecken wir die Kit-Cats. Übrigens, Kitty Cat, du weißt schon, dass Flair dich verliebt ist. Der hat es mir vorhin gesagt. Ja, ja. Bushido und Kay wollen jetzt hier öffentlich nochmal. Flair ist mit Kitty Cat zusammen. Flair ist jetzt mit Kitty Cat zusammen. Aber sag mal ganz ehrlich jetzt, nur für unsere Zuschauer von EGJTV. Was ist cooler so, Agro Berlin oder Erst Gute Junge, wenn man so vergleicht? Also ihr seid netter, aber Tommy Lee kommt halt besser rappen. Als wer? Als wir? Als ihr beide? Als Kay. Warum sagst du nicht Bushido auch? Traust dich nicht, ja? Wenn wir bei Bushido gut rappen. Ja, okay, wir rappen voll scheiße. Ja, das ist schon besser als Tommy Lee. Bootet die Gegner! Ey, beste Geschichte, letztens Boxer. So ein Kumpel von uns sagt so, steigt ein Kumpel von uns aus, der hat zwei Messer dabei, ne? Und auf einmal sagt er, sitzt Boxer so da und sagt so, hey Bruder, pack mal die Messers wieder ins Auto. Ich sag so, hey Boxer, warum sagst du Messer? Sag doch Messer. Nein, Bruder, sind doch zwei. Die Messers. Guck mal, wie Flair künstlich lacht, nur weil er sich einschleimen will bei Bushido. Der denkt, der ist der Chief. Der denkt, der ist der Chief. Nein, Mann, ganz ehrlich, so am Ende vom Tag lieben wir Flair, auch wenn er immer denkt, dass wir gern Therapie mit ihm machen, aber er ist wirklich zu einem Bruder geworden von allen in Berlin, außer von uns beiden. Deswegen, Frank White, I love you very much. Nicht spucken, schlucken.
geht. Der okay. Bass, was geht. BMW-Fotoshooting ist vorbei. Wir haben dieses wunderschöne Shooting heute hier vollbracht in Wedding im Studio 69, sag ich. Ich sag extra 69. Und Bushido und K1 werden jetzt mal abgehen ins Studio. Wir warten noch auf den dicken Flair. Er will kurz was essen gehen mit seiner türkischen Freundin. Ja, Flair ist auch so cool, der sagt nicht von, ey Jungs, komm, wir gehen zusammen was essen, sondern ey, okay, Dicker, also der Orhan, der holt mich jetzt ab und so, dann gehe ich was essen, dann komme ich zu dir. Nicht, dass er sagt, komm Jungs, wir gehen was essen und so, bla bla. Normale Freunde essen aus einem Teller. Ja, aber er will isst nicht aus einem Teller. Nein, Mann, der ist aus dem Napf und... Hab ich auch gerade gedacht. Und vor allem, ich glaube, ihm ist unangenehm, weil er mit Kitty Cat zusammen ist, Alter. Mann, aber ganz ehrlich, ihr denkt, wir machen Spaß. Das stimmt wirklich. Ja, auf jeden Fall. Das war auch damals in Coburg, vor dem Sido-Auftritt. Da hatte die kennengelernt. Ja. So, aber auf jeden Fall. Ich hab schon, ich weiß schon, was abgeht, okay? Was weißt du, was abgeht? Ja, wie lange ein Leben geht, wie lange man es vorbei ist, man kann es rausnehmen. So ein Quatsch. Doch. So ein Blödsinn. Doch. Okay, dann sag mal. Weiß ich schon. Jetzt sag mal. Ich weiß es. Ja, sag doch mal, Alter. Ich weiß es halt, Zeitung. Warum? Wir reden doch ganz normal. Egal. Leute, mein Name ist Bushido und wir sind hier immer noch auf der total chaotischen BMW-DVD, wo wir einfach alles auf den Kopf stellen werden, was ihr bis jetzt gesehen habt in der Vergangenheit. Diese DVD zeichnet sich dadurch aus, dass sie aus Chaos, Therapie, schlechten Witzen und einfach nur aus Quatsch besteht. Während wir nebenbei halt auch noch ein bisschen Musik machen. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich wollte eigentlich gerade ins Bett gehen. Und dann bin ich aus der Toilette rausgekommen, habe mich noch gewaschen, bin ich aus der Toilette rausgekommen. Und dann stand halt neben der Tür ein Staubsauger. Also mein Staubsauger halt, ne? Dann habe ich mir überlegt, was kann man mit Staubsauger noch alles machen? Ich so, perfekt, man kann Leute aufwecken, wenn sie gerade eingeschlafen sind und Dennis schläft gerade so. Und ich werde jetzt den Staubsauger zusammenstecken, anschließen. Und dann werde ich ihn aufwecken mit dem Staubsauger. Und damit werde ich meinen polnischen Bruder Jarek rächen, weil Dennis schon wieder in seinem Facebook-Account rumgeschnüffelt hat. Okay, dann kommt einfach mit und dann gucken wir mal, ob es klappt. Mm-hmm.
Aufgewacht bin, ne? Wegen was bist du aufgewacht überhaupt? Keine Ahnung, ich hab's gespürt, ey. Mann, scheiße, Alter, aber egal. Mann, fuck, ey, ich hab für 5 Stunden diese scheiß Kabel rausgezogen, Alter. Aber egal, Dennis, du wirst ja auf jeden Fall nochmal einschlafen, ne, Wettner? Ja. Ja, ich lass das mal hier liegen, ne? Okay. Also dann schlaf gut. Danke. Servus und guten Tag, mein Name ist K1 und wir sind hier wieder im Villenviertel von Berlin und heute sind wir zu Gast bei Joker F in seinem grandiosen Studio hier in der Behindertenstation. Wir haben hier schon die wildesten Partys gemacht, alles. Hier, guck mal, das alles Zeug hat hier für mich keine Bedeutung, zum Beispiel. Ja, aber bitte nicht, ja. Legst du Kabel auf den Boden. Zum Beispiel, ja, hier können wir rauchen. Guck mal, hier Schuhe, ich habe immer noch Schuhe an. Wir sind beim Star-Produzenten Joker F. Welche Stars? Welche Stars? Ich hab gesagt, Star-Produzent Joker F. Ganz ehrlich, okay, wir sind bei dem Fettsack, okay? Besser. Ihr werdet heute live dabei sein, wie ich einfach mit meinen mentalen Kräften einen Hit organisieren werde. Einen Hit organisieren werde und den Pinsel dazu bringen werde, dass er sich von alleine bewegt. Also er wird wie ein magischer Pinsel sich bewegen. Joker F ist der magische Pinsel, der sich bewegt. Diesen Sound habe ich jetzt zum Beispiel ausgesucht. Habt ihr es genau gesehen? Jetzt wart ihr live dabei, wie die Kreativität auf unseren beiden Köpfen kam. Okay, ich habe irgendwas zu guter Musik geredet, kommt ein Sound. Okay, jetzt müsst ihr das so spielen, wie ich das will. Zum Beispiel. Seht ihr, Pinsel? Ich berühre ihn nicht mal. Ich navigiere ihn von hier. Ich hab nichts gehört, Alter. Chocolate Chunk? Mit Macadamia und so weiter. Macadamia-Nüsse, das ist, was wir brauchen. Was Brownies, Alter, oder? Was heißt das? Okay. Natürlich will er nichts sagen, weil er es nicht geschafft hat, meine Vision umzusetzen. Ey, okay, Alter, therapie mich heute nicht mal. Ich rede doch nicht mit dir, ich rede doch mit der Linse. Ich hatte einen Traum. Aber gewisse Leute sind unfähig, die Sache umzusetzen, die ich mir als Produzent vorstelle. Thank you.
die ersten drei sind geil, das Ende muss man noch was Cooleres suchen. Mit Kay zusammen, Bushido, neuen geilen Beat, Alter, hört sich ungefähr so an, ist aber noch nicht ganz fertig. Was geht ab, mein Name ist Kay, wir haben es geschafft, den absoluten Hit zu bauen. Joker F, K1, wir sind gerade im Studio, nur für euch gibt es exklusiv. Ein Freestyle, Girl, it's most wanted, motherfucker. Yeah, homeboy. Ich bin grad mal am Start und ich weiß ganz genau, ich hab hier grad ein paar Bars Freestyle. Einfach so hier auf die Kamera. K1, asozial von hier bis nach Panama. Du weißt ganz genau, dass ich am Mic bin und fresh flow. K1 ist der Typ aus der West Coast. Bitches lieben mein Shit und ich flow so fresh. K1 und Joker F. Ich mach grad das Intro für den Burner Beat und wir machen so Puff Daddy Style. Pass mal, wie behindert, Alter. Die Amis sind einfach die Besten, Alter. Einfach genauso machen wie die Amis. Gestern bin ich mit meinem weißen Ferrari in die Einfahrt von meinem Haus gefahren. Und das Mondlicht, es hat mich geblendet. Oh krass, lass mal hören. Ich liebe sowas, du auch. Lass mal hören, ey, das ist so behindert, Alter. Liebst du auch sowas, Alter? Ja, aber einfach Puff Daddy verarschen. Hier sind wir behindert oder sind wir nicht behindert? Well, it's most wanted. Auf jeden Fall bin ich mit meinem weißen Ferrari in meinen Sozialbaubogen gefahren. Mein weißes Fahrrad bin ich vielleicht gefahren, ey. Mein weißes Fahrrad, Alter, mit kaputten Licht. Gestern bin ich mit meinem weißen Ferrari in die Einfahrt von meinem Haus gefahren. Und das Mondlicht, das hat mich geblendet. Du bist schon ein bisschen geistig verwirrt, Alter. Mann, guck mal, das Problem ist, Alter, man probiert ja mit dir ganz normal zu reden. Mit dir kann man nicht normal reden, Alter. Du hast wirklich. Du bist Klatsche, Alter. Ja, dann leg doch auf. Klick. Akalaka, Chicken Bumba. Yeah. Yo, Leute, was geht los? Okay, Leute, hier in der Bronx, in Paris, mitten auf der Straße. Wir chillen hier. Hier ist ein Checker vom Neckar. Ich grüße euch erstmal. So, wir fangen an hier mit Kay, Bushido und Flair. Okay, Jungs, erzählt mal was, wie es morgen ablaufen wird mit dem Musikvideo. So, fangen wir an bei Kay. Und du sollst was erzählen, Mann. Morgen Videodreh zum ersten Video, zur ersten Single von Berlin's Most Wanted. Yeah. Und sie heißt Berlin's Most Wanted. BMW. Und keiner darf ihn produzieren. Keiner. Sonst flippt er aus. Cut. Wer ihn produziert, ruft die Fresse. Warte mal kurz. Okay, weiter. Okay, morgen geht's richtig ab. Wir haben hier richtig gute Leute. Nicht so Opfer wie in Deutschland. Genau, ey. Genau, Mann. Nicht so Agro-Berlin-Style, sondern wir haben hier richtig Street-Style hier. Alter. Wir sind hier von der Bronx in Paris. Hey, what's the problem? What's the name, baby? There's a killist on a muse of a photographer. Famous. Dangerous man. You're famous? Yes. What do you do for a living? I make gangster music. Rock. No way. Yes. You rap? Yes, rapper. The checker from Necker. Yeah. Come on. Paris, in the street, yeah. Ich bin der Checker vom Necker. Der DSDS Cracker. Stuttgarter Lecker, denn von mir gibt's Gemecker. Meine Beat gehen ins Ohr, denn von mir kommt der Floor. Wenn die Ladies moven, so wie sie crewen. Der feucht meine Reime, wenn ihr wisst, was ich meine. Ohne DSDS werde ich es versuchen. Diese abgefuckten Neunuchen, meine Reime einzufluchen, yeah. Yo, yo, Remix. Stop, man. Keep fighting. You had a good beatbox. Man. Thanks, man. Okay. You're actually a rapper? Yes, in Germany. In Germany? Yes. What's your name in Germany? The Checker from Necker. Die denken wahrscheinlich, ich hab kein HG mehr, bestimmt nicht. Ich hab's gut aufbewahrt für morgen früh. Real Bradley from New York.
York City. He's the man. Okay. Oscar. One second. Come on. For the best album in Germany, BMW, Berlin Most Wanted. Okay? You sent very what good. Good. Was los? Warum guckt ihr mich so an? Grüße Germany. Grüße Germany. Here from one New York time, City one time, Paris. Baby. Yeah. Grüße Germany, yeah. One time. Yeah. New York loving, yeah. Baby. Yeah. BMW. We in the big. We in BMW. The fucking house. Yeah. Berlin Most Wanted. In the motherfucking Most Wanted. Yeah, man. Was ist los? Und guckt hier so. Yeah. Also wir haben schon Fans auch hier in Paris. Ich möchte schon loswerden. Aus Amerika. Wir sind richtig gut drauf. Und wir sind auch sehr gut drauf. Deswegen, wir leben unser Leben. Wir drehen das Video in Paris aus dem Grund, weil hier das Leben offen ist. Yeah, from Paris here, Cosimo, the checker from Neckar. Okay Leute, immer cool draufbleiben, lasst euch niemals runterkriegen. Wir sind hier, um ein fettes Video zu drehen. BMW, Berlin Most Wanted. Aus Berlin eingereist. Wir sind hier mitten in Paris. Ich habe gehört, hier soll die gefährlichste Ghetto-Gegend sein. Aber mit uns ist es hier noch gefährlicher. Okay, meine Jungs hier, stell mir vor, okay. Was ist los, Alter? Zeig mal den Ladies deinen Blick, Alter. So wie sie es gehört. Shido und Flair. Macht einmal Peace für eure Leute, eure Fans. Hast du Angst hier im Ghetto? Ich habe, ja, Mann. Ich habe nie Angst gehabt. Bist du auch im Ghetto aufgewachsen? Ja, in Halsschlag, Stuttgart. Wer weiß, wenn jemand weiß, wo Halsschlag ist, der weiß genau, wo das ist. Das ist schon ein bisschen verrückt, weil wir gestern aus Berlin nach Paris geflogen sind, hier mit den Jungs Video drehen und so. Irgendwie ist hier kein einziger Deutscher am Set. Und das ist schon ein bisschen lustig. Also für uns extrem aufregend, spannend. So, die Leute sind voll die Exoten, Mann, die Jungs, die hier wohnen, die hier leben und so. Ganz ehrlich, wenn ich hier so die Leute sehe, die hier so rumhängen und so rumlaufen, da müssen sich die Deutschen schämen. Ich schwör's dir, Alter, diese deutsche Hip-Hop-Kacke ist da voll der Scheiß gegen hier, ey. Das ist ein richtiger Fliegenfurz. Und wir chillen jetzt hier gerade, wir sind jetzt kurz davor, den allerersten Schuh zu machen. Schau, deine Lady ist am Kleben und ich störe mit der Bass den Kometen, geh mir aus dem Weg. Denkst du echt, du bist was Besseres? Pass auf, dass du nicht gleich auf die Fresse kriegst, ich zähl und zähl. Die ganzen Scheine, die ich mach, die lila Scheine halten Bach, sie halten Bach, das ist BMW. Mein Traum war schon immer krass zu rhymen, du willst mit BMW chillen, doch du passt nicht rein. Ich bin zu wortgewandt, du Horst, du Hans, der Ghetto Style kommt jetzt in dein Dorf, du Schwanz. Die ganze Szene bleibt für mich ein Haufen Verlierer, sie können mich hassen, lieben, doch sie brauchen den Dealer. Das hier ist zu explizit, du Textgenie und hoffentlich fickt sich meine Ex ins Knie. Wer schreibt jetzt Tracks für wen? Hier das Original, jetzt sagt das Interview. Ab mir ist die Story egal, mir ist egal, wer ihr seid, mit euren schwulen Ideen. Ich hätte jetzt Lust, jeden deutschen Rapper bluten zu sehen. Jetzt sind die Schuhe bequem, weil ich's mir leisten kann. Ja, ich bin reich, aber trotzdem Polizei bekannt. Und wie von Geisterhand schreibt sich der Track von alleine. Wie soll ich bezahlen, Kay, Scheck oder Scheine? Drauf die Zukunft, dann immer eine Party finden. Was geht ab? Und wir sind hier nochmal beim Videodreh Berlin's Most Wanted. Und jetzt haben wir den Regisseur hier. Und er hat noch einen Partner, der Chris. Yeah. Das ist Chris und Steve. Yeah. Und die beiden, die machen die krassen Videos, die machen die Videos von Buba. Und for all German fans, I just introduce you. Yeah, my name is Chris Macari, I'm from Paris, originally from West Indies.
And right now I'm working with Bushido and all the guys. And K1. Yeah, K1 yeah. For the video. And I'm just proud, man. The most creative man I saw in my last 20 years. Heute macht jetzt Fitness und ich finde, dass es schick ist, wenn das Bodyshop gerippt ist und ihr denkt, was redet Engo? Wieder für eine Scheiße, aber das ist scheißegal, ich fühle halt irgendwie die Zeile. Aber wir fühlen uns schon hier ziemlich wohl und so, wie gesagt, weil das ist sehr multikulturell und außerdem, gerade bei uns beiden, wir sind ja auch Farbige, deswegen hier sind sehr viele Farbige und da fühlt man sich dann schon wie in der Heimat, weißt du? Ja. Ist egal, ob jetzt einer aus Afrika kommt, Amerika, Frankreich, so, Farbige sind überall gleich und deswegen. Wir fallen zum Beispiel hier gar nicht auf, Flair schon. Die haben ihn gleich so angeguckt, ah, weißer Deutscher, was soll das? Guck mal da, der Eisbär und so. Ja, wir haben gleich gedacht, sowas. Die haben Knut zu ihm gesagt. Bei uns haben die gleich gesagt, hey Brother, was geht? Gleich so, mit Schulter. Und die wissen halt. Wir wissen, wie man sich verhält. Und ey, ganz ehrlich, ich rede schon richtig behindert. Man darf einfach nicht zu viel mit diesem Cousin rumhängen. Das ist so richtig behindert. Guck mal da kurz. Guck mal da kurz. Unfassbar. Doch ich hab die Stop-Junge von wegen und keiner kriegt den Sack von dieser Straße auch kein Ding. Ich rede vom Problem, von mir drehen dieses Leben. Du kriegst hier in dieser Gegend keinen Siegen und deswegen ist der Kopf gefickt, die Bohnen kommen im Helikopter. Ihr Opfer, Mann, dieser Flair, du bist ein Psychodoktor. Das Monster, was schafft ihr von euch, Mann? Ihr habt mich getäuscht, Mann, er singt stark und tauscht. Du Schwurbel, verpiss dich, ich fick dich und dich aus. Egal wo ich jetzt bin, es blitzt dich, geht nicht aus. Ich stieg aus, ich flipp aus, wenn du bist, was steigst du's? Fällt zu dem White, der euch. Ich scheiß drauf, du bist nix. Auch wenn du im siebten Semester bist, ein Scheiß. Und diese dreieinhalb Jahre, wo du Schwänze küsst. BMW heißt, Bauchmuskeln wachsen. Ich gebe Gas, ihr seht nur den Ausdruck, ihr spart es. Wir haben jetzt gerade eben unseren ersten Shoot hinter uns. Ich bin übertrieben krass müde. Wir sind heute Morgen um 8 Uhr aufgestanden. Ich versuche mich gerade zu erinnern, weil ich das letzte Mal um 8 Uhr morgens irgendwie aufgestanden bin. Und wir sind hier immer noch mitten in Paris, mitten hier im Ghetto und die Jungs sind übercool, Alter. Flair guckt sich gerade das an, was wir gerade aufgenommen haben und so. Regisseur, Überbombe, Team ist Hammer, Alter. Die Jungs, die hier mit uns chillen, sind auch übertrieben cool. Und ja, ich habe mich jetzt gerade umgezogen. Jetzt geht's weiter, jetzt werden wir hier gleich alle zu dritt chillen und weitermachen. Und ja, Alter, ist Bombe. Ich freue mich, ich habe Bock, ich habe gute Laune. Hier in Paris, BMW, Hammer, Alter. Ist cool, peace. Wir müssen hier das Party-Trio von Berlin vorstellen. Party-Trio? Ja, wir sind das Trio aus Berlin. Normalerweise bekannt für wilde Partys. Heute mal Videodreh, Location-Wechsel, egal. Ab morgen wieder in Berlin. Seid ihr hier auf meiner Rechten? René, er ist bekannt, er ist der neue Michael Ammer. Auf meiner Linken ist Cosimo. Wieder für eine Scheiße. Aber das ist scheißegal, ich will halt irgendwie die Zeit. Und es geht ho, 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 ich bin draußen wie der Pate, das ist Sound für die Straße, also ficke nicht mit BMW. Schau, deine Lady ist am Kleben und ich stürme mit der Base, die Kometen gehen mir aus dem Weg. Denkst du echt, du bist was Besseres, pass auf, dass du nicht gleich auf die Fresse kriegst, ich zähl und zähl. Die ganzen Scheine, die ich mach, die lila Scheine halten, was sie halten wollen, das ist BMW. Mein Traum war schon immer krass zu rhyme, du willst mit BMW chillen, doch du passt nicht rein. Ich bin zu wortgewandt, du Horst, du Hans, der Ghetto. Style kommt jetzt in dein Dorf gespannt, die ganze Szene bleibt für mich ein Haufen Verlierer. Sie können mich hassen, lieben, doch sie brauchen den Mut. Du bist nix, auch wenn du im siebten Semester bist. Stell doch diese dreieinhalb Jahre, wo du Schwänze küsst. BMW heißt, Bauchmuskeln wachsen. Ich gebe Gas, ihr seht nur den Ausbruch, ich spassen. Das geht au, 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 ich bin drauf so wie der Pate. Das ist Haus für die Straße, also ficke nicht mit Beten.
a des fleurs, du bois. Je pense qu'il y a plein de fleurs. Explicito textionier und hoffentlich fickt sich meine Existenz. Schreib jetzt Tracks für wen? Hier das Original. Ihr sagt das Interview ab, mir ist die Story egal. Mir ist egal, wer ihr seid, mit euren schwulen Ideen. Ich hätte es Lust, jeden deutschen Rapper bluten zu sehen. Wir sind die Schuhe bequem, weil ich's mir leisten kann. Ja, ich bin reich, aber trotzdem Polizei bekannt. Hier ist mein Mann, Dab 16, Rapper aus Paris. Paris. Er auch auf dem Blog und könnt bei YouTube reinschauen. Er ist hier, genau hier in der Mitte. Jam 16, guck mal bei YouTube. Er kommt hier aus dem Blatt von hier. Say hello to Germany. Ja, hello, Germany. Wer ist der Typ? Der Typ ist locker, ihr macht eine Party. K1, gleiche Hautfarbe wie er, wir beide chillen. Wer ist der Typ? Der ist mein Bruder. BMW chillen, doch du passt dich rein. Ich bin zu wortgewandt, du Horst, du Hans, der Ghetto. Style kommt jetzt in dein Dorf, du Schwanz, die ganze Szene bleibt für mich ein Haufen Verlierer. Ihr könnt mich hassen, lieben, doch sie brauchen den Lieder. Das hier ist zu explizit, du Text Genie. Und hoffentlich biegt sich meine Ex ins Knie. Gerade nicht drauf haben. Deswegen, Alter, wir machen hier Party. Rappen, 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 rappen. Das war gerade die erste Performance-Szene, wo ich alleine bin mit Mädels. Gleich kommt Kay. Ich muss mal kurz pissen. BMW, Alter, Berlin's Most Wanted, der Wichser. Ist denn nur Zufall, denn erleichtert nur mein Blut und Scheiß auf Rap und Rap und Rap Game. Ihr habt nichts zu tun, man hat bei Tiskeo und der Buhmann und ich zieh mir diese Schuhe an, also oft geht's auf den Kudamm. Ladies, darf ich bitten, ich will Schicki, Micki, Chicken um die dicken Titten, ficken, BMW, Schicki für Business. Fickwood macht jetzt Fitness und ich finde, dass das schick ist, wenn das Bodyshot gerippt ist und ihr denkt, was redet, ey, nur wieder für eine Scheiße. Aber das ist scheißegal, ich fühl halt irgendwie die Zeit. K1, Playboy Nummer 1, ich war's beiseite, ist richtig geil geworden und ich bin wirklich richtig krass gespannt drauf, wie das Video so wird. Aber ich glaube, wird schon sehr Bombe. Also ich habe so ein paar Einstellungen schon gesehen. Ich gucke mir das immer wieder an, nachdem wir das so aufgenommen haben. Das ist richtig pervers aus, ganz ehrlich jetzt. Man beachtet auch meine Jacke, weil sie glänzt. So. Ich weiß, was die meisten denken. Ich habe bei Style und das Geld habe ich gerappt. Ich trage eine nagelneue Jacke von Moncler. Und im Video, was hatte ich an? Eine rote Weste. Es sind ein paar Klugscheißer zu mir gekommen und meinten, es ist gar keine Jacke von Moncler, okay, das war eine Weste. Ja, ach nee, natürlich war es eine Weste, also ich so behindert bin, aber darum geht's nicht. Es geht darum, als ich den Track geschrieben habe, da hatte ich eine Jacke gerade an. Und ich weiß, viele haben sich danach gefragt, ob ich überhaupt eine Jacke habe. Deswegen, nur für euch, ich habe es nicht für mich gemacht, nein, meine lieben Freunde. Diese neue Jacke von Moncler mit diesem schwarzen Autolack.
Die habe ich gekauft für euch. Die Jacke ist für euch. Ich trage sie nur. Ich trage sie für euch. Ich trage die Jacke für euch. Okay? Das wollte ich auf jeden Fall nochmal loswerden, so. Weil ich kann die rote Weste nicht mehr anziehen. Ich werde dazu krass erkannt. Die Leute denken, ich bin Feuerwehrmann. Aber auf jeden Fall sende ich euch allen liebe Grüße hier aus Paris. Und so, letztes Mal war ich hier Disneyland, andere Geschichte. Diesmal bin ich hier in Gangsterland. Das ist cool. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Oh, ja. Verpiss dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Hunger?